Technik für die Zukunft. Wir laden euch ein auf einen kleinen Rundgang durch die Projektmesse in Göppingen. Also wir haben hier einen Aufbau, wo verschiedene Messobjekte automatisiert vermessen werden können. Zum Beispiel zur Bestimmung vom Volumen von einem Messobjekt. Genau, und da wurde eben jetzt die Konstruktion gemacht, sodass der Sensor in verschiedenen Freiheitsgraden eingestellt werden kann. Zum einen in die horizontale Richtung, in die vertikale Richtung, die Neigung, damit eben auch von den Messobjekten die verschiedenen Rundungen aufgenommen werden kann. Eigentlich ist es ein kleiner Roboter, wo wir innen drin einen Raspberry Pi drin haben und dann kann man verschiedene Komponenten ansteuern und das ist eigentlich so ein bisschen unsere Aufgabe. Also das ist ein Laboraufbau für die industrielle Bildverarbeitung für das dritte Semester Automatisierungstechnik. Hier sehen wir den Aufbau allgemein, hier haben wir einen A-Teller, den man austauschen kann. Und Ziel ist es jetzt, Objekte drauf zu platzieren, hier in dem Beispiel Münzen, und die dann mit der Software zu analysieren. Und dieses Ziel ist es, dass wir den Durchmesser der Münze messen und anhand des Durchmessers erkennen, um was sich für eine Münzart es handelt. Wir hatten hier so einen Ultraschalldetektor und unsere Aufgabe war es, ihn ergonomisch zu verbessern. Das heißt, wenn du den hier nimmst, da ist noch so eine Zange dran, wie du hier sehen kannst. So. Und man musste die Drehbewegung hier, die sieht jetzt leicht aus, aber wenn das Ding da dran ist, ist die sehr schwerfällig und das tut halt richtig anstrengend, wenn du das mit dem Zeigefinger machst. Und der Zeigefinger musste halt nicht nur die Drehbewegung machen, sondern auch hier die Knöpfe betätigen.